kann es nicht sein. Die Hölle ist mein Revier. Das tut weh. Ja, vor allem, weil es halt mega kurz vorm Ende war. Und ich kurz davor nochmal richtig schön gesaved hatte. Aber nein. Belohnt wird man hier nicht! Ach komm. Ja, das hier ist halt dieses Special Level. Ist halt genauso wie Stormy Essence so angelehnt und das hat sich halt auch ziemlich gezogen, das Zeitpunkt, weil das Level einfach scheiße ist. Ich finde die Ideen zwar irgendwie manche ganz cool, aber. Voll da rein. Oh. Nicht schlecht, Julia, nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass die anderen Rücken. Komm, leck mich, ey. Kannst du nicht mal deinen scheiß Drehspinner mal abbrechen? So scheiße. Fick dich, echt, ich brauch die Maske. Ja, Crash 4 habe ich auch schon seit Release liegt das rum. Ich habe das ein paar Level gespielt und habe ich keinen Bock mehr gehabt. Selbst fürs normale Durchspielen habe ich keinen Modus. Muss hier mal reintun. Das ist schon echt arm. Scheiße! Versuch das jetzt trotzdem, weil ich gerade schon hier bin. Warum haben die nicht kaputt gemacht? Warum bin ich da nicht gestorben? Ich habe noch nicht mal die entsprechende Hardware, habe es nur bei Dennis gesehen. Crash 4 ist das einzige Crash-Spiel, das ich noch nicht zu 100% durchgespielt habe. Ich muss irgendwann auch mal wieder zur Arbeit. Ich weiß noch nicht mal, ob ich, wenn ich einen Mega-Crash-Fan vor mir hätte und der mich fragen würde,
Meinst du, ich soll mir das kaufen, Crash 4? Ich weiß noch nicht mal, ob ich dem das sagen würde. Ja, weil du so großer Fan bist, mach mal. Weiß nicht. Scheiße! Ach Mann, ey, mich kotzt das so hart an. Echt. Julia, du bist dumm. Du bist ab. Du bist. Wow. Julia? Wow. Doppelte Tastenbelegung. Rechner ist jetzt, glaube ich. Ich glaube, 6 Jahre ist der jetzt, glaube ich, alt. Ich bin ganz froh, dass der bisher noch nicht kaputt gegangen ist. Weil ich wüsste nicht, was ich dann machen würde. Also wenn es geht, das Teil natürlich austauschen. Frage ist nur, wenn da irgendwas kaputt ist, was man nicht austauschen kann. Oder was sich nicht lohnen würde auszutauschen, weil es einfach zu teuer ist. Ich würde ja gerne den Typen, von dem ich den hab, also der mir den zusammengebastelt hat, würde ich gerne nochmal fragen, ob der das machen könnte. Dass er mir noch einen. Ah, scheiße, fick dich, du dummer Hurensohn. Ob der mir noch einen zusammenbauen könnte. Das Problem ist nur, ich habe den seitdem eigentlich, oder seit 2017 genau gesagt, habe ich nicht mehr mit dem gesprochen. Weil das halt ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist und das wäre irgendwie ein bisschen asozial da hinzukommen, zu sagen, ja hier, wir haben uns zwar nicht mehr so lange gesehen, ich weiß auch gar nicht mehr, ob du überhaupt noch hier arbeitest, aber kannst du mir mal einen Rechner zusammenbauen?
Ah, hallo, Max. Du findest das Spiel etwas laut. Das können wir beheben. So. Hunger, Pipi, Durst. Kann man eigentlich alles ganz gut beheben. Möp. Möp. Ich wollte zu viel. Mann. Hallo, nimm die dumme Dreckskiste mit, ey. Ich würde sagen, 4 lassen wir heute ausfallen. Habe ich dann zwar umsonst die Place 3 also hier hingebaut, aber auf 4 kann ich heute auch, kann ich im Allgemeinen auch ganz gut verzichten. Ach komm mal. Voll krass unerwartet. War das jetzt wegen mir? Also, dann habe ich was gegessen. Mein Tee wird kalt, ne? Kann das sein? Ach, ey, das ist doch scheiße, echt. Das Rumgerutsche da. Entweder drauf oder nicht drauf, aber nicht rumrutschen. Muss Pipi. Das war knapp. Scheiße! Frage ist, sollte ich da einfach die 3 Sekunden lassen? Das ist.
das ist die große Frage, weil dann würde ich einfach drüber springen. Ich glaube, da wäre das Einfachste, wenn man einfach von ganz oben da so rum runter wirbelt. Ich weiß nur nicht mehr, wie es Ende aussah, ob man da einfach hinwirbeln kann oder ob es da auch Tod gibt. Camp steht. Da hätten wir auch drüber gekonnt. Camp steht tatsächlich. Was denn da passiert? Wollen die aktualisieren?